Herzlich willkommen, mein Name ist Moritz Schild. Ich bin eines der Gründungsmitglieder und Vorstand des Hanseatic Blockchain Instituts und wir sind hier in Hamburg. Wir sind vor 2 Jahren gegründet worden als Verein, weil wir 2 Ziele eigentlich haben. Wir wollen auf der einen Seite die Blockchain Community in und im Großraum Hamburg und Grünwald gehört quasi damit zum Großraum Hamburg mit dazu, besser vernetzen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch das Thema Blockchain, die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie, Anwendungsmöglichkeiten und so weiter bekannter machen. Das machen wir seit Beginn tatsächlich mit dem unter anderem dem Blomo, dem Blockchain Monday. Also wir haben tatsächlich fast jede Woche, bis auf irgendwie so Weihnachten und Ostern oder Himmelfahrt, ein Event veranstaltet, bei dem wir entweder in kleiner Runde diskutiert haben. Wir hatten Juristen da, die über Datenschutz und Blockchain gesprochen haben. Wir hatten Entrepreneure da, die über Kunst und Blockchain referiert haben und ihre Projekte vorgestellt haben. Und wir haben zwischendurch aber auch immer wieder Runden gehabt, wo wir über sichere Verwahrung von Krypto oder Besteuerung von Kryptowährungen und so weiter gesprochen haben. Versuchen also eigentlich doch die Diversität dieser Blockchain-Technologie immer wieder zu umgreifen. Und also mir persönlich macht das extrem viel Spaß. Ich lerne jedes Mal was Neues, was ich sehr faszinierend finde an dieser Blockchain-Technologie. Das ganz kurz als Einführung. Das Tolle und Coole ist, wir sind ein Verein. Das heißt, wer das gut findet, was wir machen, der kann da Mitglied werden bei uns. Und das geht, glaube ich, ab 50 € im Jahr als Privatperson. Und wir wollen insbesondere jetzt, wenn Corona hoffentlich bald ein bisschen mehr in den Hintergrund rückt, auch wieder in die tatsächlich physischen Events reingehen, die natürlich den großen, großen Vorteil haben, dass einfach doch das Networking vorher, nachher etwas besser, etwas intensiver möglich ist als im Moment. Andererseits, seitdem wir jetzt seit einem Jahr das virtuell stattfinden lassen, hatten wir eben schon die Möglichkeit, mal aus Moskau, mal aus Paris, aus London, aus Tel Aviv und heute quasi aus Grünwald bist du, nicht, Katharina? Genau, das ist das Büro, ja, genau. Ah, okay. Bei München, jemanden zu haben, der sich total intensiv mit der Blockchain beschäftigt und dazu viele Ideen und Meinungen hat. Und bevor ich gleich an dich übertrage, also ich kann ganz klar sagen, ich finde das phänomenal, was du an Öffentlichkeitswirkung auf dich, aber dabei eben auch auf das Thema Blockchain hast ziehen können. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich glaube, all diejenigen, die quasi Teil der Community sind und die eben nicht nur sagen, wir wollen, dass die Techniker, die das durchdrungen haben, sich untereinander immer weiter austauschen, sondern wir wollen dazu beitragen, dass die Unchained Economy, also diejenigen, die dann immer sagen, Blockchain habe ich auch schon gehört, aber so genau habe ich das noch nicht verstanden und ja, mit diesen Kryptowährungen muss ich mich auch nochmal beschäftigen. Also mir macht es persönlich immer am meisten Spaß, wenn man dann irgendwie neulich bei einem Rotary Club durfte ich nach dem Essen, also um 19 Uhr, dann einem Kreis von 15, meistens doch ein Tick älter als ich noch, Herren vorstellen, was die Blockchain-Technologie ist. Die haben sich alle so gefreut und fanden das so toll, weil ich das mit irgendwelchen kleinen Döschen da dargestellt habe. Und das sind immer für mich dann persönlich diese kleinen Erfolgserlebnisse, wo man sagt, wieder ein bisschen Blockchain bekannter gemacht. Es gibt viele, viele Aspekte der Blockchain. Es gibt technische Aspekte, es gibt juristische Aspekte, es gibt wahnsinnig viele auch gesellschaftliche Aspekte, die ich in letzter Zeit extrem spannend finde. Wie funktioniert eine dezentrale Welt in der Zukunft? Und dann kommt es auch immer wieder, ich will jetzt nicht sagen auf den schnöden Mammon, aber auf die Frage, wie kann man eigentlich sinnvoll Geld investieren im Bereich Blockchain, Technologie, Kryptowährungen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze und wir hatten immer mal wieder auch Fondsinitiatoren, die zum Blomo gekommen sind. Ja, und ich freue mich, Katharina, dass du heute da bist und uns A, so ein bisschen deine Sicht auf die Blockchain darstellen wirst und dann aber auch gerne uns ein bisschen mal erläutern wirst, wie ihr mit eurem Produkt oder eurem Fonds, der in Kürze an den Start geht, wenn ich es richtig verstanden habe, Investoren eine intelligente Investitionsmöglichkeit in Krypto, glaube ich, geben kannst. Und damit würde ich dich bitten eigentlich, ich glaube, du kannst dich am besten selber kurz vorstellen, erzähl uns ein bisschen und alle Teilnehmer, wir wollen das hier so interaktiv wie möglich gestalten, bitte nutzt gerne die Chat, gerne die Q&A-Funktion und wenn keiner Fragen stellt, dann werde ich auch zwischendurch mal reingrätschen, damit wir hier ein bisschen Interaktivität haben. Katharina, toll, dass wir dich gewinnen durften, heute bei uns zu sein. Ganz herzlichen Dank, Moritz. Ich freue mich sehr, diesmal auch im Norden präsent zu sein, nachdem wir ja
ursprünglich, als wir vor 3, 4 Jahren das auch mal in Bayern gestartet haben, auch immer so ein bisschen schon in eure Richtung geguckt haben. Insofern war das, glaube ich, ein gutes Vorbild für den Rest. Genau, aus meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen. Ich möchte alle hier im Call gerne auch nochmal einfach nur herzlich einladen, Fragen zu stellen. Es geht im Grunde ja auch um den Austausch und das, was Sie besonders interessiert. Und da hilft es immer, wenn Sie sich irgendwie proaktiv einbringen. Und dann können wir einfach gucken, dass wir auch die Bälle hin und her spielen. Nutzen Sie gerne die Chatfunktion. Ich nehme auch an, Handheben wird wahrscheinlich auch gehen. Insofern sehr, sehr gerne. Und dann freue ich mich ein bisschen, hier sprechen zu können. Noch 2, 3 Sätze zu mir, bevor ich dann in die Thematik gehe. Grundsätzlich hat mein Weg, ähnlich wie der von Moritz, an irgendeiner Stelle auch mal schon mal grüne DNA gehabt bei BCG. Dann war ich bei der Commerzbank, war dann wieder ein paar Jahre bei BCG und dann im Private Equity. Habe aber schlussendlich mich dafür entschieden, dass die Blockchain als die Technologie meiner Generation aus meiner Sicht sozusagen so viel Potenzial hat, dass es mich unglaublich reizt, mal etwas mitzugestalten und nicht nur etwas von der vorherigen Generation zum Weiterentwickeln oder Verwalten gar zu bekommen. Und insofern war die Blockchain eine großartige Chance, nachdem ich selber sozusagen natürlich als Jugendliche dann schon auch Internet und Mobile mitbekommen habe, dann später. Aber es ist einfach etwas, wo ich unglaublich viel Freude dran habe und meine Neugierde sozusagen dem auch sehr, sehr gerecht wird. Und insofern freue ich mich, das heute hier zu machen. Wenn ich nicht gerade für den Blockchain-Fonds oder Immutable Insight unterwegs bin, bin ich auch noch Aufsichtsräte bei der Fürstlich-Castellschen Bank. Das heißt, zwischen der ältesten Bank Bayerns auf der einen Seite und einem hochinnovativen Produkt auf der anderen Seite bin ich gerne diejenige, die zwischen den Brücken, zwischen den Welten hin und her geht und Brücken baut. Rotary und Lions Clubs, Moritz, sind da immer auch gerne und dankbare Kreise, die sich aus eigentlich aus einer schönen, meist doch recht akademischen Brille sich dem Thema nähern, aber zumindest auch die haben das Thema für sich aufgenommen. Es ist ganz witzig, dass du sagst, ich glaube, ich bin morgen Abend oder übermorgen bin ich bei einem Rotary-Club. Genau, also insofern bringen wir auch da das Thema weiter und auch bei Immutable Insight, insbesondere auch bei der letzten Kapitalrunde, war uns das ja ein Anliegen, besonders auch etablierte deutsche Familienunternehmen aus dem Industriebereich dafür zu gewinnen und auch dafür zu sensibilisieren. Wenn neben dem, dass wir heute gleich auch nochmal über die Investierbarkeit der Blockchain sprechen, geht es da uns auch immer um das Thema Tokenökonomie. Und Tokenökonomie übersetzt für deutsche Familien, die sich nicht so sehr in der Blockchain auskennen, ist immer die Blockchain ohne diese Kryptos, damit man einfach nochmal auch das Potenzial der Technologie auch im breiteren industriellen und auch produzierenden Wirtschaftsteil klar machen kann. Vielleicht nochmal eben ganz kurz, bevor wir einsteigen. Wenn du den Elevator-Pitch machst, was ist denn eigentlich diese Blockchain? Und da gibt es ja viele, es gibt einige, die sagen, das ist das Web 3.0 und dann gibt es einige, das ist quasi das Kitten einer Lücke des klassischen Internets, weil jetzt digitales Vertrauen möglich ist und dann kommt die Revolution der Dezentralisierung. Also es gibt ganz viele tolle Begrifflichkeiten. Was ist dein Favorite, mit dem man so in einem Satz die Blockchain und deren Potenzial beschreiben kann? Also mir ist immer gar nicht so wichtig, darauf einzugehen, wie die Technologie funktioniert, sondern was sie ermöglicht. Deswegen sage ich immer, es ist das neue Internet, das Datensicherheit oder das Datensicherbar. Ja? Und für mich sind die Datenintegrität auf der einen Seite und eben die erweiterte Anwendungsmöglichkeit von digitalen Funktionen, die dann eben so ein bisschen suffisant beschrieben werden mit Internet, den Kernpunkt. Wenn dann die Frage kommt, ist, wie funktioniert die Blockchain denn tatsächlich, frage ich immer ein bisschen frech als Gegenfrage, wie wissen Sie denn, wie das Internet funktioniert, wie viel sozusagen von Internetprotokollen können Sie mir denn erklären, um nochmal ein bisschen klarzumachen, dass warum auch immer in der öffentlichen Wahrnehmung das Wie diese Technologie so sehr im Vordergrund steht. Für die Sicherheit nehme ich immer gerne ein Bild, das ich beim Deutschlandfunk gehört habe, als die meine Blockchain-Serie gemacht haben, die ich unglaublich eindrucksvoll finde und die auch immer sehr guten Anklang hat. Und das ist die Tatsache, ja, wie viel sicherer. Ja? Und da hatte der Deutschlandfunk mal das tolle Bild geprägt, wie ein Sandkorn am Strand im Verhältnis zum Erdball. Weil die Leute ja kein Verständnis erstmal haben für diese Dimension. Und warum die Sicherheit eben doch maßgeblich besser ist und nicht nur ein kleines bisschen. Und das sind dann die Bilder, die ich gerne benutze, weil ich sehr viel dafür werbe, dass wir auch von den klassischen Mythen, die es um die Blockchain gibt und von dem
ein bisschen eingefrorenen, eingerasteten Narrativ rund um Energieverbrauch und Geldwäsche und so weiter wegkommen und eben auch eine chancenorientierte Diskussion haben. Insofern sind das so die Themen, die ich dann bespiele, gerade hinsichtlich natürlich dann auch der Token-Ökonomie. Aber ja, da kommen wir eh gleich noch zu. Insofern haben wir da dann die Möglichkeit. Also ich fand immer diesen Demokratisierungsansatz, also jetzt haben wir die Technik, die es ermöglicht, dass Daten auch demokratisch gehandhabt werden. Und ich habe lange eigentlich nicht mehr, aber das war eine Zeit lang immer mal mein Lieblingsbild, dass ich gesagt habe, die Blockchain ist eigentlich so ähnlich wie die Erfindung der Druckerpresse. Weil die Druckerpresse zu einem Zeitpunkt entstand, als die Deutungshoheit bei den Kirchen lag, insbesondere über die Bibel. Und dann kam auf einmal eine relativ triviale Technik, die führte dazu, dass jeder auf einmal selbst in der Lage war, eine Transparenz und sagen konnte, also Herr Pfarrer, ich habe mir jetzt auch so eine Bibel gekauft und irgendwie bei mir steht da aber was ganz anderes. Das fand ich, ich habe es lange nicht mehr benutzt, ehrlich gesagt, aber ich fand das immer ein sehr schönes Bild, um eben auch so ein bisschen zu zeigen, es ist, und das finde ich immer so wahnsinnig wichtig, wenn da irgendwie ein Bankvorstand sagt, ja, Blockchain machen die bei uns an der IT auch, da sind die schon dran, dann sage ich immer, okay, dann hast du das nicht verstanden. Das ist nicht nur eine Technik, sondern es ist tatsächlich ein anderes Denken, das da entsteht und das durch diese Technologie ermöglicht wird. Und ich glaube, ihr müsst als Bank euch positionieren, wie ihr damit umgeht, dass künftig die Leute sagen werden, nee, dass du meine Daten kriegst, warum denn? Kann ich die nicht selber behalten? Das ist ganz spannend, weil da gibt es ein sehr ähnliches und zwei ähnliche Bilder, die ich dann auch gerne noch mal benutze, weil ich immer sage, es ist so ähnlich wie die Übersetzung von der Bibel zum ersten Mal ins Deutsche mit Martin Luther, weil Leute einfach mal die Möglichkeit hatten, selber noch mal das System als solches zu hinterfragen. Und tatsächlich, wenn sie wollen, über die Dezentralität und das Betreiben eines eigenen Nodes tatsächlich die Möglichkeit hätten, sozusagen selber zu überprüfen, was da passiert. Und die anderen beiden Bilder, die ein bisschen ähnlich sind, sage ich immer, es ist auch ein bisschen was mit der Aufklärung an sich zu tun und mit der Bemündigung oder der Befähigung der Bürger. Und ich sage immer, hätten die Schreiber des Grundgesetzes oder auch der Declaration of Independence die technologischen Möglichkeiten von heute, würden sie überhaupt nicht verstehen, warum unser System noch so ist, wie es ist. Und wenn du die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes durchgehst und dir die Frage stellst, wie würdest du den Kern oder die Quintessenz dessen heute wissen, dass es die Blockchain-Technologie gibt, umsetzen, würdest du bei ganz, ganz vielen zu anderen Antworten kommen. Und am einfachsten ist dann natürlich das Brief- und Fernmelde- und Postgeheimnis. Aber auch die anderen kann man eigentlich, ob das das Stichwort Wahlen ist oder anderes, ganz schnell sozusagen damit umgehen. Und ich habe auch als Drittes schon mal gesagt, so ein bisschen an die British Tea Party damals anschließend, no taxation without automation, um zu sagen, also ne, warum um alles in der Welt wird mir eigentlich Lebenszeit ja, und nochmal Beratergebühren für sowas wie Steuererklärungen genommen, wenn zum Beispiel mit dem Blockchain-Service-Netzwerk in China, und jetzt will ich nicht das chinesische Netzwerk importieren, aber ich finde zumindest, man könnte sich nochmal drüber nachdenken, wie Staat auch sonst funktionieren könnte. Aber wir wollen heute eigentlich weder die Karte. Das ist auch ein tolles Argument. Also die alles nehmen, weil ich glaube, davon hatten wir heute alle schon genug und im Jahr genug. Aber wenn es für euch okay ist, gerne nachher auch nochmal diskutieren. Ansonsten würde ich jetzt einfach direkt reinsteigen. Muss an der Stelle leider nochmal auch zwei klare Disclaimer machen. Das ist ein Produkt, das für professionelle Investoren gedacht ist. Das heißt, ich kann jetzt beschreibend und deskriptiv über meine Tätigkeit sprechen. Es ist aber kein Anlageangebot an eine breite Masse. Und der zweite Punkt nochmal explizit darauf hinweisen, dass ein solches Investment natürlich immer nur auf der eigenen Entscheidung und Prüfung beruhen kann und ein solches Produkt Risiken birgt. Das wissen wir, aber auch deswegen machen wir es so transparent. Und ansonsten würde ich sagen, wenn an der Stelle nicht schon mal eine schnelle Frage vorab ist, würde ich einsteigen und dann das Produkt vorstellen. Toll, prima. Dann gehen wir jetzt mal auf den... bevor wir einsteigen, vielleicht noch mal eine ganz kurze Einführung auf, warum heißt es Blockchain-Fonds? Es heißt nicht Bitcoin-Fonds, es heißt nicht Token-Fonds. Das heißt eben auch nicht Ether-Fonds, und uns ist wichtig, sozusagen als zentrales Element die Blockchain in all den heutigen, aber auch in den möglichen künftigen Ausprägungen darin
zu umfassen. Der Fonds ist auf 10 Jahre angelegt und insofern sozusagen bei der Dynamik der Technologie würde ich es als falsch empfinden, sich heute schon festzulegen. Und die Grundidee des Fonds liegt darauf, dass wir als Immutable Insight, und das ist ein Stück weit die Gesellschaft hinter dem Produkt, ein besonderes Merkmal haben, nämlich, dass wir eine spezielle und innovative Art haben, Blockchains in Echtzeit auszuwerten. Das ist auch unsere DNA und das wenden wir in 3 Unternehmensbereichen an. Eins davon ist das Asset Management, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Eins davon ist das ganze Thema Geldwäscheprävention, Forensik und Compliance. Da werden wir heute nicht drüber sprechen. Und der dritte Bereich ist das ganze Thema Industrial Analytics, sprich industrielle Anwendung von Blockchains, auch hinsichtlich vor allem der Tokenökonomie. Und insofern kommen wir da in dem zweiten Abschnitt auch nochmal dazu. Das ist aber diese Echtzeitanalysen, das ist das, worauf wir sozusagen die Firma gegründet haben. Das war das, was ich so ultra cool fand, dass ich dafür sozusagen meinen Job an den Nagel gehängt habe. Und insofern finden wir es ganz spannend, eben hier das auch entsprechend in unseren Produkten zu nutzen und damit sozusagen am Markt auch zeigen zu können, wie das neue Investieren eben nicht nur hinsichtlich der Asset-Klasse, aber auch hinsichtlich der Art und Weise, wie man zu Investmententscheidungen kommt, einfach einen Schritt weiter nach vorne gegangen ist. Und natürlich sind wir auch dabei, das immer noch mal weiter nach vorne zu bringen. Die grundsätzliche Idee, die wir haben, ist ein Stück weit, natürlich müssen wir das erstmal als Asset-Klasse etablieren. Wenn man die große Einordnung nimmt, was macht man sonst? Man hat irgendwie Aktien, man hat Anleihen, man hat Immobilien, man hat vielleicht noch mal so Dinge wie Gold oder Silber, Rohöl, also die sogenannten Commodities. Und dann hat man sowas wie im Fondsbereich natürlich schon die Alternative Investment Produkte wie das Private Equity oder Venture Capital. Und was man sieht in den letzten Jahren ist, dass sie ein Stück weit immer stärker miteinander korrelieren. Das heißt, je liquider die Märkte geworden sind oder um präziser zu sagen, je voller mit Liquidität die Gesamtanlagemärkte sind, umso stärker sind auch die Korrelationen zwischen den einzelnen Assetklassen geworden. Und das ist etwas, was man als Anleger in einem Risikorenditevergleich auch auf einer Portfolioebene eigentlich nicht unbedingt haben will. Wenn man möchte, wenn das eine nicht so gut läuft, etwas anderes haben, was es ein Stück weit kompensieren kann. Insofern ist Korrelation der Assetklassen ein Thema, das insbesondere auch die Familien beschäftigt. Vielleicht einmal ganz, ganz kurz, um da einzugrätschen. Also das ist ja oft so, dass wenn man mit einem institutionellen Investor über Krypto redet, dann sagt er spontan, okay, das ist ja bei uns dann die Asset-Klasse Alternatives, weil es ist irgendwie was anderes, wo in der Vergangenheit dann Commodities und so weiter und Windkraft und so ein Kram war. Ich habe eigentlich immer versucht, ja, zu sagen, okay, das ist ein erster Schritt, sich dem zu nähern, aber über kurz oder lang müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass der Begriff Digital Assets nicht mehr für ein Asset quasi verwendet wird, sondern das ist eigentlich ein zweiter Layer, das ist eine eigene Dimension, denn das Digitale ist ja eigentlich nur die Darreichungsform und schon heute und immer mehr zukünftig kann ich ja über ein Digital Asset eigentlich alles abbilden und habe möglicherweise sogar noch viel, viel mehr Freiheitsgrade gewissermaßen in den Digital Assets. Das ist immer so ein Gedanke, den ich eigentlich ganz überzeugend finde. Denn es gibt Digital Assets, die quasi Immobilien replizieren und es gibt aber auch Digital Assets, die Short auf den Dollar replizieren. Und ich kann ziemlich verrückte Derivate aufbauen, die da drin sind. Und ich glaube, im Kern geht es aber trotzdem darum, dass man erstmal eine Investmentstrategie hat, mit der man sagt, von der man meint, dass sie irgendwie doch ein überlegendes Risikorenditeprofil innerhalb dieser Klasse dann wieder aufbaut. Also ich gebe dir vollkommen recht. Der Grund, warum wir das hier so geschrieben haben, ist, dass ich gerade ganz früh, auch in den frühen Diskussionen, vielleicht so vor 2 Jahren, angefangen habe, die Leute, wenn ich die Präsentation gehalten habe, zuerst mal zu fragen, woran erinnert ihr euch? Um ein bisschen rauszufinden, was waren denn die Punkte, die den Leuten dann tatsächlich geholfen haben, A, bei der kurzen Attention Span, B, auch bei der neuen Technologie, sozusagen sich daran zu erinnern und wie haben die es in ihren eigenen Worten wiedergegeben. Und ich gebe dir völlig recht, dass Digital ja eigentlich nur eine Form ist, genauso wie das neue Internet auch natürlich auf der Präzisionsebene ein Stück weit nicht ganz 100% deckungsgleich ist. Ich versuche immer in der Kommunikation sozusagen das Sender-Empfänger-Problem an der Stelle zu lösen und gerade beim Einstieg nochmal zu sagen, okay,
Wir versuchen nochmal eine gemeinsame Nomenklatur zu finden, die dir hilft zu verstehen, woher ich komme und die trotzdem nachher nochmal die Möglichkeit zur Präzision lässt. Und wir werden später immer den Begriff des Tokens verwenden und ein Stück weit deswegen auch spielen wir ja sozusagen ganz stark die Terminologie der Token Economy, der Token Ökonomie. Und im ersten Schritt sozusagen versuche ich aber an der Stelle eben ganz bewusst noch nicht zwischen Bitcoin und dem Immobilientoken und sonst wie zu unterscheiden, sondern einmal noch zu versuchen, okay, lass uns mal darauf einigen, dass das eine papierhafte Aktien und Anleihen sind und die anderen in irgendeiner Form schon mal zumindest digitalisiert, um sie dann in der Erzählung sozusagen auch weiterzubringen. Aber ich gebe dir völlig recht und im Laufe des Decks wird es sozusagen auch dann nochmal ein Stück weit präzisiert. Vielleicht nochmal ganz kurz nur zur Einordnung, weil ich glaube, dass das immer schon auch nochmal wichtig ist, sozusagen die großen Weggabelungen zu machen. Ist natürlich sind wir auch auf der anderen Seite neben der Korrelation im Niedrigzinsumfeld, das heißt vor allem jetzt auch vermehrt mit den Negativzinsen und eine Inflation, die man, das kann man jetzt ganz, ganz lang diskutieren, ob die echt gemessen, gefühlt, Asset Inflation, was auch immer ist, aber ich glaube, diese Themen versuchen wir erstmal aufzugreifen, um auch ein Gefühl zu bekommen, wo ist sozusagen in der Portfolio und in der Anlageentscheidung der Kunde, gerade der potenzielle Kunde und auf welchen Aspekt möchte er gerne auch nochmal eingehen. Und wenn wir sozusagen dann in dieser sozusagen Geschichte angekommen sind, dann haben wir hier unten eben auch die Tokenökonomie und dann ist der Kernsatz eben, die Blockchain ist sozusagen das neue Internet, ein Internet des Wertes und die Tokenökonomie ist die Zukunft von jedem Geschäft und damit wird der Token, sage ich sinnbildlich, wie die E-Mail. Vor 20, 30 Jahren konnte sich noch keiner vorstellen, dass der gute alte Geschäftsbrief mit dem Umschlag und der Briefmarke und dem Falten und dem Zukleben und dem ich bringe sie zu einem Briefkasten und ich bekomme dann einmal am Tag meine Post, dass dieses ganze Dogma sozusagen der Geschäftskommunikation durch etwas, was man irgendwie unterwegs am iPhone kurz mal vorm Rechner, manchmal sozusagen direkt jetzt auch von der Apple Watch einfach nur diktiert, dass das sozusagen die Hauptmöglichkeit der Kommunikation werden wird. Und genauso sage ich, wird es auch mit den Tokens. Token wird einfach alles, alles wird tokenisiert. Und der Token ist nur noch sozusagen die Einheit, in der Wert transportiert werden wird von A nach B. Und insofern sozusagen wird Token sozusagen etwas ganz Normales sein. Wir werden alle im Leben ganz, ganz viele Token haben. Wir werden Wert-Token haben und andere. Und es wird noch viele Formen der Token geben, die wir heute noch gar nicht absehen. Aber im Wesentlichen ist es eben, dass die Blockchain sozusagen diese Token ermöglicht, so ähnlich, wenn wir alle, als wir alle angefangen haben, mal vielleicht mit AOL oder GMX oder T-Online, wer weiß das schon, sozusagen einen ersten Zugang zu E-Mail zu bekommen. So sind es heute jemand wie Finoa oder andere Kryptoverwahrer oder im ganzen asiatischen Bereich die neuen Handys oder Smartphones, besser gesagt, die dann schon ein Wallet haben, das Token speichern kann. Insofern, glaube ich, werden wir damit sozusagen auf in naher Zukunft praktisch täglich, praktisch minütlich zu tun haben. Haben wir an der Stelle noch, also ich finde ja die Diskussion mit dir auch toll, Moritz, insofern liebe ich das ja auch sehr, also insofern gerne auch immer wieder reingehen und auch die Fragen stellen und auch nochmal das zur Einordnung grundsätzlich, aber wie gesagt, ist glaube ich wichtig, dass man lernt, Bitcoin ist kein Exotenthema mehr, es ist mehr als Bitcoin, es sind eben auch digitale Assets und im Grunde praktisch wachsen wir in eine Welt der Tokenökonomie hinein, in der wir ganz anders handeln und wirtschaften werden und der es auch Token geben wird, von der wir uns heute noch gar keine Vorstellung machen, was das sein wird. Gut, wie positionieren wir uns in diesem Markt? Wir haben vier Themen, auf die wir besonderen Wert legen. Zum einen eben die Analytics, wo wir eben uns als Real-Time-Value-Investor positionieren. Das heißt, wir gehen nicht auf das, wovon viele praktisch der Asset-Klasse auch sagen, Bitcoin ist spekulativ. Ein großer Fokus von uns liegt auf der Ethereum-Blockchain und den Tokens, die dort laufen. Wir sind eben ein aktiver Manager. Wir sind nicht einfach nur ein Bitcoin-ETF, Zertifikat. Wenn man sozusagen die Volatilität auch gerade als Investor diese Asset-Klasse nicht haben möchte, sondern ein Stück weit auch so Themen wie, wie viel darf mein Portfolio am Tag schwanken oder wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen,
dann sagen wir eben in dieser Dynamik und in dieser extremen Volatilität der Assetklasse, glauben wir, ist es gut, dass man es eben jemand gibt, der sich hauptsächlich damit beschäftigt und der seine eigenen Analysen und Risikometriken nochmal hat, um dieses Risiko für einen zu managen. Natürlich hat diese Assetklasse gerade jetzt auch zum Beispiel im letzten Jahr ganz großes Potenzial nach oben. Und in 2018 hatte sie auch schon mal ganz großes Potenzial nach unten. Und es wird in so einem Markt immer wieder auch zu stärkeren Korrekturen kommen. Wir haben es jetzt auch gerade am Wochenende wieder gesehen, obwohl es ja für Kryptoverhältnisse fast milde war. Und insofern glauben wir eben, dass wir hier ein Angebot machen können für all die, die die erste Klasse interessant finden, die all die Themen davor spannend fanden, aber die trotzdem gerne sozusagen hier doch nochmal das aktive Fondsmanagement mit in Anspruch nehmen möchten. Also wenn man das so sehen würde, in der klassischen Welt würde man ja sagen, das ist ein Quant-Algo-Trader quasi, nicht? Das, also jemand, der rein auf quantitativen Daten basierend relativ kurzfristig reaktionsstark Positionen einnimmt und wieder aufgibt und das aber nicht, weil irgendjemand da was in der DNA hat oder im Gefühl hat, sondern weil das irgendwelche faktenbasierten Datenzusammenhänge sind. Passt das für euren Ansatz? Das ist, also ich muss noch mal ganz kurz für die Zuschauer sagen, diese Fragen sind nicht vorab gesprochen, die kommen dem Moritz spontan. Ja? Das ist die perfekte Überlangsbreite, das ist es, das glauben viele auf den ersten Blick, aber es ist eben ganz bewusst nicht so. Und warum? Und das hängt eben mit der Blockchain zusammen und deswegen ist, glaube ich, eben auch die Blockchain als Basisträger sozusagen von Tokens und von digitalen Assets insgesamt für jeden, der Geld für sich oder für andere verwaltet, eben ein großer, großer Vorteil in Zukunft. Was bei uns im Wesentlichen anders ist als das, was man allgemein hin als Quant Fund versteht, ist die Thematik, dass wir unsere Handelssignale und unsere Kauf- oder Verkaufsentscheidungen eben nicht an dem Marktgeschehen an sich orientieren. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Preisdaten, wir arbeiten nicht mit Arbitrage, wir versuchen nicht sozusagen die Ineffizienzen zwischen unterschiedlichen Börsen rauszunehmen, wir gehen auch nicht auf Sentimentanalysen, wir versuchen auch nicht mit irgendeiner Artificial Intelligence dann sozusagen Marktmuster zu erkennen, sondern all das ist sozusagen für uns ein Second-Order-Effekt. Das, was wir im Herzen analysieren und das, was wir eigentlich betrachten, ist die Nutzung der Blockchain als Technologie für andere. Und deswegen sind Ethereum und Tokens und andere sozusagen Blockchains, die Apps in dem Sinne oder praktisch Zweitverwendungen ermöglichen, bei uns im Fokus. Das heißt, wir schauen uns die einzelnen Tokens an, wir schauen an, wie wachsen die bei der Nutzung. Sind es mehr Wallets, die dort in Kontakt treten? Sind es weniger? Wird diese Dienstleistung einmal oder mehrfach oder wie viel noch abgefragt? Und setzen das dann in den Gesamtzusammenhang. Und die Blockchain als hundertprozentige Datenquelle für das, was dort genutzt wird. Und Nutzen und Anwendung ist für uns das zentrale Element. Und in unserem Verständnis und persönlich auch in meinem Verständnis, wie ich auch sonst in Assetklassen investiere, ist Nutzen von einer Dienstleistung ist dort, wo auch Wert entsteht. Und deswegen sagen wir eben auch Value Investing, analytisch getriebenes Value Investing. Aber wenn irgendwie ansonsten Berkshire Hathaway durch irgendwelche Desktop-Analysen oder Geschäftsreports oder sonst irgendwelche Daten eben auch versucht, ein Verständnis dafür zu entwickeln, ist der aktuelle Preis und der Wert dieses Unternehmens in sich schlüssig oder gibt es dort eine Opportunität im Sinne von, ich kriege einen höheren Wert mit einem niedrigeren Preis, dann ist es bei uns in gewisser Weise ähnlich, weil wir sagen, im Verhältnis zu dem, wie dieser Token in der Nutzung und in der Anwendung wächst, ist das, was wir heute am Markt als Preis sehen, eigentlich gerechtfertigt oder gibt es hier Chancen? Und das ist ein Stück weit der Denkrahmen und sozusagen der Leitfaden von dem, was wir hier tun. Und das würde nicht gehen im traditionellen Aktienhandel, es würde nicht gehen im traditionellen Anleihhandel. Je mehr wir aber Assets tokenisieren und je mehr ein Stück weit auch in der Tokenökonomie die Nutzung der Blockchain
indirekt in einem Zusammenhang steht oder direkt in einem Zusammenhang steht mit dem, was da tatsächlich passiert und ich nicht fragmentierte Börsenplätze habe und ich nie genau weiß, wer wie viel Aktien eigentlich hält. Ich nie genau weiß, wer gerade was tradet und ich auch durch so Themen wie Leerverkäufe und so weiter eben nicht genau weiß, was passiert. Aber je mehr sich diese Welt annähert und je mehr die Blockchain eben Einzug hält, umso präziser und umso breiter wird unser Anlagespektrum. Und insofern... Ich finde den Ansatz spannend und total neu. Das war jetzt bewusst ein bisschen provokativ zu sagen. An sich seid ihr ein Algo-based oder Quant-based Algo-Trader. Nochmal eben, weil ich glaube, das ist wichtig, eure Hypothese zu verstehen. Liege ich total falsch, wenn ich sage, ihr versucht quasi aufgrund von Absatzdaten im Supermarkt zu erkennen und wenn ganz viele oder immer mehr Leute Coca-Cola kaufen, dann sagt ihr, es scheint ein Trend zu sein und wir kaufen jetzt Coca-Cola-Aktien. Also ist das, geht das ein bisschen in eure Richtung? Das geht sehr in unsere Richtung. Unsere grundsätzliche Idee ist eben sozusagen die Nutzung führt oder vor allem der Wachstum einer Nutzung führt auch zu Preisanstieg. Und normalerweise sage ich Nike und Adidas und Under Armour, aber es ist genau das. Du identifizierst praktisch Tokens, die eben überproportional wachsen. Und die Frage, was genau ist denn dieses relative Wachstum? Das ist eben ein Stück weit das, wo sozusagen unser Algorithmus eben innovativ ist und ein Stück weit uns auch vom Markt differenziert, weil es nicht so einfach ist, in einer perfekten Datenhistorie, wo etwas 2017 gestartet ist und etwas, was 2019 gestartet ist, zum einen Äpfel mit Birnen zu vergleichen, statt Äpfel und Birnen zu vergleichen, wirklich Äpfel und Äpfel zu vergleichen. Das heißt, du musst ein Stück weit diese Daten miteinander sozusagen vergleichbar machen. Und zum anderen musst du sozusagen in der Dynamik die unterschiedlichen Dynamikparameter der gesamten Blockchain in Betracht ziehen. Okay, und, also das klingt kompliziert, aber es geht auf alle Fälle darum, ihr seid nicht ein Trend-Follower, der einfach nur sagt, der Preis geht in eine bestimmte Richtung oder verlässt irgendeinen bestimmten Korridor oder irgendwie so etwas, sondern es ist ein Dataset von zum Beispiel, wie viele neue Adressen werden bei welchem Token pro Woche, pro Monat, pro Tag, pro Minute neu angelegt und das sind dann quasi eure Indikatoren, aus deren Basis ihr dann Signale zieht. Genau, und Trend-Follower sind eigentlich gut für unsere Investment-Hypothese, weil wenn wir eine andere Meinung haben als der Trend, dann eröffnet sich dadurch eine größere Investment-Opportunität aus unserer Sicht. Mhm. Aber im Grunde genommen hast du das sehr schön beschrieben und ist es genau so. Und im Grunde wählen wir sozusagen aus den, je nachdem wie man misst, 250.000 Tokens oder auch von, sag ich mal, den 1.000 aktiveren Tokens, so ungefähr 40 aus und dann laufen die eben auch nochmal durch unsere eigenen Geldwäschefilter und Compliance-Filter. Dann geben die nochmal einen Check, ob die Investment-Hypothese in dem Fall tatsächlich stimmt. Weil bei Stablecoins ist ja im Token angelegt, zum Beispiel bei DAI, dass es eben genau nicht zu einem Preisanstieg führt. Und dann ist es am Ende des Tages auch nochmal eine Frage, wo ist dieser Token gelistet, wie liquide ist der? Und dann wird sozusagen gute, traditionelle, in Banken gelernte Risikometriken abgearbeitet, in denen dann am Ende des Tages so ungefähr ein Dutzend bis 20 Tokens rauskommen, die wir dann in diesem relevanten Set tatsächlich traden und die dann für eine bestimmte Zeit sozusagen auch im Portfolio sein werden. Und dann werden natürlich die Hypothesen immer wieder überprüft, weil das natürlich ein Markt ist, in dem so viel Dynamik steckt und in dem so viele neue Dinge so schnell entstehen, dass wir selber manchmal tatsächlich so Aha-Momente auch haben in unseren Investment-Komitees, weil wir auf einmal Entwicklungen sehen, wo wir denken, wow, das ging jetzt aber wirklich schnell oder das ist irgendwie erstaunlich, wie wenig der weiter gewachsen ist. Also das ist ein Stück weit eben genau da, wo wir uns leiten lassen von den Analysen, um an dieser Dynamik sozusagen auch entsprechend zu partizipieren und auch natürlich in nächster Ableitung dann auch die Liquidität und die Bewegung zu identifizieren des gesamten Systems, um auch und zum Beispiel diese hohen Wachstumsphasen, in denen Bitcoin sehr stark steigt, in denen Ether sehr stark steigt, sozusagen die Summe aller Aktivitäten dann auch nochmal als kalibrierendes Merkmal zu nehmen, dazu, was praktisch unsere Analyse hinsichtlich Bitcoin an sich und Ether an sich sagt.
Okay. Hier kommt jetzt eine Frage aus dem Auditorium. Investiert der Fonds primär in Layer-1-Protokolle oder auch in Token, die auf einer bestehenden Blockchain aufsetzen? Also grundsätzlich würden wir immer sagen, wir sind kein diskretionärer Investor und schauen immer auf das, was am stärksten dynamisch wächst. Also wir versuchen ganz bewusst sozusagen diese Dynamik in all ihren Auswirkungen sozusagen als oberste Prämisse zu haben und damit eben auch sozusagen ein Stück weit agnostisch zu sein, auch jetzt mit neuen Blockchains, die kommen. Ich komme gleich nachher nochmal auf ein Beispielportfolio. Das ist immer nur ein Beispiel, weil sich das teilweise auch sehr stark ändern kann. Aber wir haben in etwa 20% Bitcoin, wir haben in etwa 20% Ether und wir haben ungefähr die Hälfte, die in Tokens dann direkt investiert sind. Das variiert aber sehr stark. Allein Decentralized Finance letztes Jahr hat mit der Dynamik natürlich ganz schön viel im Portfolio auch verändert. Und insofern ist das sozusagen auch etwas, wo wir eben ja einen bewussten Schritt zurücktreten und immer sagen, im Grunde genommen ist es eben etwas, was eigentlich den Kunden, wenn man so will, der Blockchain überlassen ist, was ins Portfolio kommt. Die entscheiden durch ihre Auswahl und durch ihre Aktivität, was passiert. Und dann gibt es natürlich auch ganz viel Scams und dann gibt es natürlich auch ganz viel, muss man leider immer noch sagen, praktisch Pseudo-Gehype oder Pump-and-Dump. Und da haben wir dann eben auch nochmal praktisch die zweite Kategorie an Analysen, die wir machen, wo wir einfach sagen, okay, es gibt natürlich auch Leute, die versuchen bewusst ein Thema zu pushen. Die kann man aber relativ gut auch identifizieren und relativ früh vor allem identifizieren, sodass die dann sozusagen über die Risikofilter rausfallen. Und also euer Investment-Universum ist per se unbegrenzt und dann macht ihr irgendwann so einen kleinen Cut, wo ihr sagt, okay, das passt nicht, aber du sprachst jetzt von DeFi, also ein Aave-Token oder ein Badger oder irgendwie sowas, sind die Teil eures Universums? In den frühen Zeiten von Aave war auch Aave zum Beispiel für eine Zeit lang ein Teil unseres Portfolios, ja, ganz genau. Okay. Ja. Und dann geht ihr aber rein und raus oder ändert das Gewicht? Short könnt ihr nicht gehen, vermute ich, oder? Jetzt kommen wir so ein bisschen sozusagen zu dem Handwerklichen. Viel in dem Bereich hier, über den wir sprechen, also der Krypto-Investitionsbereich, ist gerade, wenn man außerhalb von Bitcoin ist und ganz sicherlich, wenn man außerhalb von Ether ist, etwas, wo man wahnsinnig vorsichtig sein muss in der Umsetzung und in dem wirklichen tatsächlichen handwerklichen Machen. Ja? Ich glaube, die Analytics sind die eine Seite, aber was uns sicherlich zugutekommt, ist, dass wir das mit dem ersten Fonds, mit allen Höhen und Tiefen, aber eben unserem eigenen Gesellschaftergeld sozusagen schon mal gemacht haben, weil am Ende des Tages die Liquidität, also die echte und die gezeigte Liquidität, die Liquidität in Krisentagen, die Liquidität in steigenden Tagen und all diese Sachen eben doch durchaus relativ komplex und schon eben auch risikoreich sind. Und insofern ist die Frage, was und wie wir traden, dann eben immer dem auch angepasst. Und operationelles Risikomanagement ist dann eigentlich an oberster Stelle. Insofern kann man das wirklich nicht generell sagen. Wir haben inzwischen so viel Erfahrung auch mit Trading Counterparties. Wir haben jetzt in Summe 37 Trading Counterparties getestet, sodass wir ein Stück weit ein gutes Gefühl dafür haben, A, wie muss man die auswählen, B, wie muss man die ständig überwachen und C, was kann ich denn letztendlich wo traden, damit wir ein Stück weit sozusagen auch einfach uns ein Setup gebaut haben, mit dem man eben auch gut der treuhänderischen Verantwortung, dass man das Geld von Dritten managt, gerecht werden kann. Und insofern wählen wir sehr stark aus, mit wem wir traden und mit wem wir welchen Token traden. Und da gibt es Token, das war eine lange Antwort auf die Frage, aber da gibt es dann Token, die wir eigentlich algorithmisch machen würden, wo wir aber in den Risikobewertungen dann zu dem Schluss kommen, das nicht zu tun. Das ist mitunter manchmal zum Beispiel im Binance-Umfeld der Fall, das ist auch bei anderen Token manchmal der Fall. Und insofern ist das dann immer der Grund ein Stück weit, warum wir dann von 40 auf 20 oder 12 kommen. Und dann variiert die Liquidität natürlich auch sehr stark und wir haben immer gewisse Mindestniveaus. Aber wie oft wir rein und rausgehen in einen Token, hängt auch stark von der Dynamik ab.
Also es gibt Token, die waren 3-4 Monate bei uns durchgehend im Portfolio und es gab Token, die haben wir teilweise nach wenigen Tagen schon verkauft. Und es gibt dann auch nochmal verschiedene Ansätze, wo wir, Entschuldigung, lass mal einen Schluck trinken. Ich würde dir gerne das Wasser reichen, aber... Danke. Dann gibt es eben auch Marktszenarien oder bestimmte Trigger, die uns dazu dann verleiten, wieder eben da doch einfach das Portfolio in sich entsprechend abzusichern. Also das heißt, die Antwort ist in der Logik, es gibt die Signalseite, dann gibt es die Risikomanagementseite. Ich glaube, ach warte mal, ich kann noch mal, jetzt quatsche ich so viel und mache die Slides dazu nicht an. Hier ist es, ne? Genau, also wir gucken ein Stück weit eben einfach, wo sind sozusagen die unterschiedlichen Themen. Warte mal, ich gucke jetzt gerade nicht, soll ich uns noch eine weitergehen? Hier, genau, also die Frage ist auch zum Beispiel, wie wir dann das Gesamtrisiko managen. Also uns ist sehr wichtig, dass wir eine ausgeglichere Volatilität und eine bessere Risikorendite sozusagen als die Einzelwerte haben. Und insofern ist das Gute an den Tokens auch immer, dass sie eine gewisse Antikorrelation teilweise sogar haben. Das heißt, wenn ich nur in Bitcoin, wenn ich nur in Ether gehe, dann bin ich natürlich eigentlich mehr oder weniger sozusagen zu einem gewissen Grad auch immer Bitcoin-abhängig. Und wir sind eben auch aufgrund der Breite des Portfolios eigentlich dafür da, dass man diesen Wachstumsimpuls, da wo das Blockchain als das neue Internet, als Leitmotiv eben auch wieder umgesetzt werden kann, dass sich das tatsächlich auch im Portfolio wiederfindet. So ein Stück weit wie wenn man in den Nasdaq investiert, wenn man jetzt nicht weiß, ob man Apple oder so, man Google kaufen. Und hier ist uns eben wichtig, dass wir praktisch da über dieses Portfolio dann eben auch eine Wachstumsperspektive auf der einen Seite, ein besseres Korrelationsschema auf der anderen Seite und letztendlich sozusagen dann auch eben ein besseres Alpha generieren können, sodass man auch, weil du kamst auch vom Shorten, gar nicht immer unbedingt sozusagen in der Situation ist, auch den entsprechenden Need für Shorten zu haben, weil wir wissen, glaube ich, alle in einem Markt, in dem man auf manchen Börsen tausendfach hebeln kann und auch beim Shorten allerlei möglich ist, ist das Shorten an sich eben auch nicht das Gleiche, wie wenn man es aus der klassischen Handelsaktivität sieht. Mhm. Und insofern ist es eben schon wichtig, dass man hier unterschiedliche Ansätze hat, dieses Risiko anzugehen und zu steuern, ohne dass man nur auf die dem Rest sozusagen des Marktes zum Arbitrieren nach oben oder unten zur Verfügung stehende Mittel zurückgreift. Ganz kurze Rückfrage und dann haben wir drei ganz spannende Zuschauerfragen auch. Du hast eben gesagt, dass ihr viele Counterparties getestet oder aufgesetzt habt. Das heißt, ihr macht ausschließlich OTC-Trades? Nein. Wir haben 6 unterschiedliche Kategorien von Counterparties, wovon eine OTC ist, eine sogenannte Wertpapierhandelsbank im klassischen Sinne, also auch im deutschen regulatorischen Sinne, und dann eben auch Kryptobörsen, die in einem aus unserer Sicht adäquaten Rechtsrahmen adäquat reguliert sind. Also so dekliniert sich das runter. Und ein Stück weit ist es dann in einer dreidimensionalen Matrix, jeder BCG-Leiter hat seine Freude, nach Marktszenario, nach Volumen und sozusagen nach Counterparties gesteuert, sodass wir dann eben immer sowohl eine Mindestanzahl von 3 praktisch tradefähigen Counterparties, als auch sozusagen eine über die praktisch Assets hinweg unterschiedlichen Counterparties haben, sodass wir nie ein zu großes Klumpenrisiko entweder in einem Asset oder in einer Counterparty haben. Und die macht dann quasi eine Best Execution auch auf der Basis, oder? Also ich finde es immer total, also klingt fast so. Ja, also es versucht den Gedanken einer Best Execution abzubilden, aber Best Execution im Krypto-Umfeld wäre die Art sozusagen des Tradings und die Volumen macht, kann, glaube ich, nur müde lächeln, weil wenn man Best Execution aus dem Aktienhandel kennt und die Anforderungen dort kennt und auch gewohnt ist, dann hat es leider mit Best Execution in diesem Umfeld nur wirklich wenig zu tun. Und ich hatte da letztes Jahr mit dem 12. März, mit dem 2. September, mit dem 7. Januar dann dieses Jahr Tage erlebt, die glaubt man nicht. Ja? Und wenn man dann sozusagen nochmal
auch erlebt, was es eben bedeutet, wenn eine Counterparty ein nur 97-prozentiges Service-Level verspricht, dann bedeutet das, das sind genau die 3%, die einen bitterböse sozusagen aufwachen lassen. Insofern, genau, also Best Execution ist ein total spannendes Konzept, dem wir versuchen, in der Quintessenz am nächsten zu kommen und trotzdem zu jedem Zeitpunkt sozusagen dem, ja, den Unglaublichkeiten dieses Marktes einen Schritt voraus zu sein. Und im Grunde ist das sozusagen ein ständiges Optimieren, ein ständiges nochmal um die Ecke denken, nochmal versuchen, eine dritte, vierte, fünfte Line of Defense aufzubauen, dann in dem Fall nicht im Compliance, sondern im Trading Sinn und da einfach immer ja, sehr proaktiv den Markt zu bedienen, sage ich mal. Okay. So, wir haben Fragen aus dem Publikum. Wir sind ja hier nicht bei Rotary, insofern ein BCG-Alumnus. Wie lässt sich der Fundamentalwert, kurze Antwort, wie lässt sich der Fundamentalwert eines Tokens bestimmen, um die Attraktivität des aktuellen Marktpreises zu ermitteln? Das ist eine Mischung zwischen der Nutzung, also Anzahl der Nutzer und Frequenz des Nutzens, kurze Antwort. Okay. In eurer Hypothese quasi. Also ihr seht immer einen Nutzerzusammenhang zum aktuellen Preislevel genau. Und dann irgendwo, aber auch ein Marktrisiko oder ein Marktfaktor. Ja, den hast du natürlich immer, aber eben nicht als primären Faktor, ja. Okay. Nächste Frage. Ginge man rein nach der Nutzung und dem Wachstum, wäre dann der Native-Token des Uniswap-Forks PancakeSwap, also der Cake, auf der Binance Smart Chain Teil des Portfolios? Nein, ist es nicht. Liegt aber auch schon an dem Wort Binance. Binance hat bei uns keinen guten Counterparty-Score, um das mal deutlich auszudrücken. Das heißt, alles, was auf Binance ist, kommt bei euch gar nicht erst ins Körbchen? Ist fast zu 100% so, ja. Okay. Vor allem was von Binance, also muss man natürlich wieder aufpassen, aber also Produkte, die von Binance selber getrieben, gefeatured und, sag ich mal, promoted werden im weitesten Sinne. Ja, klar, ist alles nicht ganz trivial. Kann man natürlich auch darüber diskutieren, dass das ein Charme ist der Kryptomärkte, dass es da eben keine so strengen Marktmanipulations- und Insiderregeln gibt, sodass möglicherweise die Märkte effizienter sind als die klassischen Wertpapiermärkte, wo dann immer, wenn es gerade spannend wird, irgendeiner die Glocke bimmelt und dann wird für 2 Stunden erstmal der Handel eingestellt. Also sagen wir es mal so, ich glaube, hier muss man schon nochmal ganz klar betonen, dass wir eben mit beiden Beinen fest im regulatorischen Regime sind und im KAGB dort verankert sind. Wir sind ja auch bei der BaFin registriert als, wie man so schön sagt, Mini-KVG oder eben als Alternative Investment Fonds Manager. Und insofern gilt bei uns die Devise, in case of doubt, don't do it. Ja, also wir werden immer sozusagen das Risiko etwas zu tun und es war die falsche Entscheidung in dem Fall, gerade auch bei der Auswahl einer Counterparty, dann eben umbauen hinsichtlich dessen, wovon wir mit relativ guter Sicherheit sagen können, dass das dann auch funktioniert. Und ich glaube, das ist eben der große Unterschied, ob man dann das Geld von Dritten hat oder sozusagen sein eigenes Geld und Privates macht. Also insofern, glaube ich, muss man hier schon auch, bin ich der Verantwortung gerecht werden. Im Idealfall versteht zumindest im Nachhinein mein Kunde immer, was ich da getan habe. Und da gibt es schon die ein oder andere Anwendung, die es dann auch im DeFi oder sonst wo gibt, die man dem Kunden auch mit 10 oder 15 Minuten Erklärung nicht immer gleich erklären kann. Also ich glaube, da gibt es irgendwo auch immer mal ein Maß und eine Mitte, wo man dann sagt, okay, mache ich das jetzt noch für den Fonds oder finde ich das lustig, wenn irgendwie jemand das für sein Privatportfolio dann entsprechend macht. Mhm. Eine weitere, auch technische Frage, ist der Fonds Open-End? Wie werden Erträge aus dem Fonds steuerlich behandelt? Sind es Kapitalerträge? Also der Blockchain-Fonds 2 GmbH und Co. KG ist in dieser Form steuerlich transparent. Es ist eben keine Körperschaft, sondern ist eine Personengesellschaft. Insofern kommt es ein bisschen darauf an, ob der Kommanditist Privatperson oder juristische Person ist. Und auch vielleicht an der Stelle, ich bin keine Steuerberaterin, ich kann nur grob skizzieren, wo es rangeht. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit für den Fonds sowohl zu tesorieren als auch auszuschütten. Da gibt es eine Problematik, die nennt sich die sogenannte Dry-Income-Problematik, will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, aber da gibt es unterschiedliche Überlegungen, warum das ein oder das andere
von Vorteil sein kann. Und der Fonds ist auf 10 Jahre angelegt, läuft also jetzt vom 30.04.2021 dann bis zum 29.04.2031, so rum. Ah, okay. Es kommt noch eine Zuschauerfrage. Wie würden sich Tokens, die im M2M-Bereich angesiedelt sind und jede Menge Maschinen-Wallets generieren würden, mit der Aktivität anderer Token vergleichen lassen? Könnt ihr das erkennen, ob das echte Menschen sind oder ob das doch irgendwelche Smart Contracts und Algorithmen sind, die die Aktivität euch vorgaukeln? Genau, also können wir, finde es auch wirklich klasse, es macht total viel Spaß, mal wieder Fragen aus dem Publikum zu bekommen und auch davor schon die ein gewisses Niveau erkennen lassen. Das freut mich. Ja? Also das sehr, hängt sehr damit ab, sozusagen, wie wir, also als ich vorhin gesagt habe, wir haben auch einen Scam-Filter, könnte man fragen, was ist denn Scam und wie definiert sich Scam? Scam in der Logik ist etwas, was wir entweder sozusagen als induziert durch zum Beispiel Pump und Dump sehen oder etwas auch, wo man sagt, okay, lässt sich da wieder diese Investment-Hypothese übersetzen, ja, und da gibt es sicherlich immer noch mal die Frage, führt es dann dazu, dass aus dem Maschine-zu-Maschine-Bereich was kommt oder ist es etwas, wo man sagt, es ist ganz bewusst sozusagen eine, es gibt ja auch einfach so Fake-Bots, obwohl ich mich manchmal frage, wer die Ether oder die Gas-Fees dafür bezahlt. Also irgendjemand muss einen Heidenspaß dran haben oder ganz, ganz früh Ether gekauft haben, dem es völlig egal ist, dass irgendein Bot komische Dinge tut. Aber es gibt es und es gibt es gar nicht so selten, wie man denken würde. Manchmal hat man auch das Gefühl, Leute versuchen irgendwie die Blockchain bewusst zu kloggen. Aber in jedem Fall, ja, diese Dinge würden wir größtenteils identifizieren und würden die dann entsprechend auch bewerten, obwohl es nicht zwingend so sein muss, dass nur weil es Machine-to-Machine ist, ein Stück weit dann die Preishypothese auch nicht greift. Ne? Also wir sehen verschiedene Anwendungen im Cloud Computing oder im Strombereich, wo wir sagen würden, ob der Kunde, der Nutzer eine Wallet ist, die von einem Auto betrieben wird oder von einer Katharina Gera, ist mir eigentlich erstmal egal, solange sozusagen die dahinterliegende Anwendung dann sozusagen auch unserer Investment-Hypothese entspricht. Okay. So, ihr habt die Algorithmen gebaut, ihr habt die zugrunde liegenden Hypothesen, du sagtest vorhin, ihr habt aber auch eine Echtzeitabfrage quasi aus der Blockchain, also ihr habt quasi eine Schnittstelle, so stelle ich mir das vor, selber entwickelt, mit der bestimmte Daten von euch selber direkt ausgelesen werden, aus der ERC20 Blockchain oder aus vielen Blockchains, wie breit ist da das Spektrum, was ihr abdeckt? Genau, also es ist grundsätzlich so, dass man, jetzt mal vereinfacht gesprochen, sozusagen einen eigenen Block Explorer hat, ja? Der sozusagen dann die Daten aus den Blockchains rausliest und raus generiert. Und da die Blockchain sozusagen ja auch unterschiedliche Taktungen, sage ich jetzt mal vereinfacht, hat, ist dann natürlich auch die Aggregation nicht in gleicher Weise synchron in Echtzeit. Also insofern muss man da schon, gerade wo wir jetzt ja ein bisschen more knowledge über Publikum haben, ein Stück weit differenzieren. Erstmal sozusagen ist eine Blockchain sozusagen in sich ein, ja, sagen wir mal, Satellitensystem und dann gibt es ein Universum drumherum. Aber sozusagen die Hochkonsolidierung auf das Universum ist nochmal ein eigener, komplexer Abstraktionsschritt. Aber grundsätzlich sozusagen ist das etwas, was man so ganz gut beschreiben kann. Okay. So, jetzt. Mitarbeiter ist Rechenkapazität. Das kann ich mir vorstellen, denn das sieht man ja in einigen Infrastrukturprojekten, die genau das bauen. Wir sind ja an einem da auch ein bisschen beteiligt, die sich damit beschäftigen. Das ist schon eine Höllenarbeit, insbesondere wenn man es nicht aus indizierten Daten zieht, sondern tatsächlich unmittelbar aus der Blockchain selber die Daten zusammencrawlen will. Das ist aufwendig. Jetzt hat man grob so ein Gefühl verstanden zu haben, was euer Investmentansatz in diesem totalen neumodischen Markt ist. Wer kauft das? Wer will sowas haben? Und was sind quasi die Risikorenditeparameter, mit denen ihr dann das an Investoren nahebringt, die alternativ sagen, da kaufe ich mir doch nur ein paar Bitcoins? Genau, also ich glaube, da schickt eine Anzahl von Fragen drin. Also ich glaube, die erste Frage ist,
Wer ist so weit, dass erst Tesla und Square nachmacht und grundsätzlich auch erkennt, dass nicht nur als, sage ich mal, vielleicht auch eine sehr exotische Allokation in einem Portfolio. Also ich sage immer so ein bisschen lächelnd, vor 2 Jahren, als ich angefangen habe, wurde ich immer der Shit-Allokation zugeordnet. Dann haben wir uns ein bisschen in die grundsätzliche Hedgefonds-Allokation vorgearbeitet und jetzt sind wir bei den Alternative Investments, also der grundsätzliche Eligibility sozusagen des Anteils des Portfolios, der wächst grundsätzlich. Und da ist natürlich nicht jeder Investor synchron, aber das ist so ein bisschen auch die Phase, die man sieht. Ich glaube, es gibt 3 Hauptgründe, warum jemand sich dann für unser Produkt entscheidet. Erstens mal ist die Frage, in welcher Verantwortung stehe ich zu dem Geld, das ich anlege? Ist es mein Geld? Oder ist es das Geld einer Familie, von deren ich ein Teil bin oder ein Angestellter? Ist es Geld, das ich im Grunde genommen wirklich nicht brauche, wo ich, ja, wie soll man sagen, ein Stück weit sozusagen wirklich nur den typischen Chip setze? Oder ist es jemand, der eben ganz bewusst sozusagen auch schon tatsächlich diese Growth, diese Value-Perspektive sieht, also der das Narrativ des neuen Internets anerkennt. Und ich glaube, das sind praktisch die Themen. Und dann ist die Frage, ist jemand selber reguliert oder nicht? Natürlich, wie groß ist das Gesamtvermögen? Und hat jemand selber die organisatorischen Ressourcen, diese Marktdynamik, das, sage ich mal, Compliance- und Geldwäscherisiko darzustellen und ein Stück weit eben auch, sag ich mal, mehr als nur Bitcoin machen zu können. Also wir haben eine ganze Reihe von Investoren eigentlich, die haben selber auch schon teilweise relativ früh mal Bitcoin gekauft und vielleicht mal Ether und die finden diese Token-Ökonomie spannend, aber die haben einfach nicht die Zeit und die Muße, sich damit zu beschäftigen. Und ein Stück weit, wenn du früh eBay gekauft hast, dann hast du nicht alles verloren. Wenn du früh irgendwie dann Yahoo gekauft hast, hast du doch eine Menge verloren und andere haben dann Google genommen. Und ich glaube, die Frage dessen, was in dieser Token-Ökonomie bleibt mir und woran sozusagen, auf welches dieser Pferde setze ich neben Bitcoin und Ether, ist ein starkes Motiv auch. Und das andere Motiv ist sicherlich auch zu sagen, wie viele BaFin-Registrierte gibt es, wie viele gibt es, die eben auch eine Glaubwürdigkeit haben in dem traditionellen Bankenumfeld. Und schlichtendlich, wem gebe ich es denn dann? Ja, und ich glaube, da ist auch viele, die dann zum Beispiel Vermögensverwalter sind und das Geld für Dritte anlegen, die wiederum auch ihrem Kunden praktisch zur Seite stehen müssen, uns erklären können müssen. Dann ist halt das eine, habe ich mal Bitcoin gekauft, habe auch verstanden, was ich damit getan habe. Oder habe ich verstanden, dass Krypto, Blockchain, dieses neue Internet in mein Portfolio gehört und habe mir dann den passenden Partner gesucht, der mir eben diesen Teil des Portfolios managt. Und ich glaube, irgendwo in dieser praktisch Gemengelage sind die einzelnen Kaufentscheidungen für uns. Wir sind ja nur, wie gesagt, professionelle Investoren, die Mindestrechnungssummen sind dementsprechend eben auch so, dass sie sportlich sind. Die BaFin legt ja nach wie vor viel Wert darauf, dass Krypto und Retail nicht unbedingt miteinander in Verbindung kommen. Und insofern haben wir hier ein doch, sag ich mal, sehr professionelles, also in dem Fall sozusagen auch tatsächlich beruflich bedingtes Klientel. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht, teilweise zum Beispiel von Stiftungsmanagern, die haben doch mit dem ganzen Thema negative Insolvenz und Negativzinsen und den sonstigen Sachen, die sie machen, ein teilweise so großes Interesse an DeFi entwickelt, dass sie eigentlich noch fast mehr von dem haben wollen würden. Also es ist ganz, immer mal wieder entdeckt man so in Gesprächen dann so einzelne Untergruppen, die sich doch auch zwar schon viel damit beschäftigt haben, aber die jetzt zum Beispiel als Stiftungsmanager nie selber das machen würden. Ne? Dafür ist die Begrenzung eines solches Mandats viel zu klein. Die müssen sozusagen auf Drittprodukte zurückgreifen und sind natürlich dann froh, wenn sie nicht nur Bitcoin oder Ether oder vielleicht Top-20-Tokens bekommen, sondern tatsächlich ein aktiv gemanagtes Portfolio, wo zumindest grob die Hälfte direkt auch in Tokens geht. Okay. Da gab es jetzt am Wochenende so einen kleinen Kurs-Dip. Habt ihr irgendwie einen Risikomechanismus, der dann dazu führt, dass bei euch der Drawdown ein bisschen geringer ausfällt? Oder nehmt ihr das einfach mit? Ach, ich sage das, dieses Wochenende war schön, weil wir jetzt ja gerade genau zwischen den beiden Fonds sind, weil die Zeichnungsperiode für den neuen Fonds gerade läuft und wir jetzt auch aus Compliance-Gesichtspunkten den alten Fonds gerade zugebracht haben. Insofern war das eines der entspannten Wochenenden. Aber ja, es ist so, dass wir
insgesamt Maximum Drawdown managen und hier entsprechend auch gegensteuern. Aber wie gesagt, schon allein die Token sind so, dass sie mitunter sozusagen an manchen Tagen da helfen, nicht an allen. Und wir versuchen dann natürlich sozusagen über auch eine Cash-Komponente zum einen und zum anderen auch über aktives Nachkaufen, beispielsweise in eine Potpourri an Instrumenten, dann auf solche Marktreaktionen reagieren können. Also da gibt es dann über die normalen, die Selektionsalgorithmen hinaus noch irgendwie einen Mechanismus, der dann Risikosteuerung und so weiter und Overlay gewissermaßen fährt. Okay. Genau. Ja. Ja, spannend. Ich denke, institutionelle Investoren, die das spannend finden, die sprechen gerne mal Katharina an. Es sind noch zwei Fragen. Die eine ist mehr eine philosophische, glaube ich. Welchen Einfluss wird die Einführung eines digitalen Euros auf nicht regulierte Kryptowährungen haben? Hilft es denen oder ist es quasi ein Konkurrent? Oder? Also, ich muss einmal frech antworten. Schön wäre es, wenn der bald käme. Ich glaube, das ist eine Frage, die insgesamt dazu führen wird, dass das Thema Blockchain an sich an Normalität gewinnen wird, obwohl ja immer noch lang nicht klar ist, welches sozusagen tatsächliche darunterliegende Modell auch für einen digitalen Euro, sage ich mal, jetzt verwendet wird. Also auch da gibt es ja gewisse Unwägbarkeiten. Ich bin aber auch davon überzeugt, und jetzt habe ich meinen Hut als Währungstheoretikerin auf, die Tatsache, dass wir erstmalig eigentlich in der Geschichte oder in der modernen Wirtschaftsgeschichte zumindest tatsächlich einen effektiven Wettbewerb unter nationalstaatlichen Währungen und technologiebasierten Währungen haben, hat eine Ära begründet, die auch mit der Einführung des digitalen Euros nicht enden wird. Ich glaube, man sieht auch daran, wie Bitcoin gerade in China jetzt jüngst sozusagen, sage ich mal, in den letzten 48 Stunden nochmal anders wahrgenommen und anders dargestellt wurde. Ich glaube, man sieht auch, wie Amerika jetzt reagiert. Wir werden Befürworter und wir werden Widersacher finden. Tatsache ist, es handelt sich um eine dezentrale Technologie, die ich nicht einfach mit normativen Kräften, die an nationalstaatlichen Grenzen enden, verbieten kann. Ich glaube auch, dass das ganze Thema der Internetzäsur mit einer noch nativeren, digital aufwachsenden Generation immer schwieriger wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir am Ende des Tages einen sehr viel fundamentaleren und grundsätzlicheren Systemwandel insgesamt bekommen, als das auf ein einfaches Entweder-Oder zurückführen zu können. Okay. Also ich versuche eigentlich immer zu sagen, der digitale Euro wäre total toll, wenn der käme, weil der hat unheimlich viele Vorteile. Für einen Krypto-Investor ist eigentlich ein digitaler Euro totaler Nonsens. Und insofern wird der bei uns im Portfolio wird kein digitaler Euro quasi auftauchen, sondern nur als vorübergehende Alternative zum Euro auf dem Bankkonto, was natürlich schon unter Verwahrungsaspekten, wenn man dann irgendwie ein Setup hat, dann und Geld hin und her von Fiat-Euro und dann irgendwie Krypto-Euro hin und her schieben muss. Das viele Verwahrstellen können ja gar nicht beides gleichzeitig abbilden. Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt noch zwei kurze Hinweise. Eure Produktidee ist klasse. Eure Hypothese wurde wissenschaftlich durch Ken Alabi, das sagt mir jetzt gar nichts, näher untersucht und bisher bestätigt. Kanntest du den? Nee, aber sag doch mal, jetzt muss ich mitschreiben. Gerne Private Message an mich. Nein, aber okay, vielleicht kann die Fragende das... Entschuldigung, ich muss wirklich dazu ganz frech sagen, ich bin ja sozusagen die noch am wenigsten wissenschaftlichste bei uns. Ich mache ja praktisch dieses schnöde Geschäft und dieses Business und so, während ja ich irgendwie meine so sehr geschätzten Mathematiker und Physiker habe, die irgendwie so viel brillanter sind. Insofern, die wissen es wahrscheinlich und ich sehe jetzt dämlich aus, aber trotzdem nehme ich den Hinweis gerne auf, dann kann ich beim nächsten Mal auch was Cleveres dazu beitragen. Also Ken Alabi heißt offenbar der Autor, der 2017 und 2020 die Hypothese vermute, es geht eben genau darum, dass das Usage dann auch indiziert die Werthaltigkeit, finde ich ganz spannend. Dann kam kurz die Frage, wird die Präsentation rumgeschickt? Wahrscheinlich, also machen wir sowieso nicht. Aber wer potenziell geeignet ist, als Investor bei dir ins Klischee zu passen, der kann... Das hast du so schön gesagt, das hätte ich nicht besser sagen können, ganz genau. Ja. Immer. Wir zeichnen das immer auf. Ist das okay, wenn wir das auf unserem YouTube-Kanal, ich kann es dir auch vorher nochmal zum Freigeben schicken,
Genau, ich würde an der Stelle sozusagen einmal gerne nochmal den Check machen, eben weil wir sonst immer in Preselected-Runden sind, wenn wir so direkt über das Portfolio und ja. sprechen. Aber du hast ja nichts verkauft, das war ja nur quasi die Technik, finde ich. Danke, das war mir auch ein Anliegen. Ja, ich versuche das jetzt als Teil der Bildungsstrategie zu sehen und nicht der Marketingstrategie, insofern umso besser, ja. So, es kommt hier noch ein Kommentar ganz kurz. Ich finde den Ansatz, über die Live-Blockchain-Analyse Mehrwert zu generieren, sehr vielversprechend, gerade im Gegensatz zu traditionellen Assets wie Aktien, bei denen man in der Regel immer im Quartal Informationen erhält. Total richtig, finde ich auch. Der Hauptfokus auf die Tokennutzung und das Adresswachstum greift meines Erachtens etwas kurz. Da wäre aus meiner Sicht auch so ein Faktor, wo ich sage, okay, ist das jetzt alles? Aber ich habe auch jahrelang irgendwie in Chicago Zinsfutures und da irgendwie mit verschiedenen Strategien mich auseinandergesetzt, die dann auch alle quantbasiert. Und also man hat ein breites Spektrum an Ideen, was alles irgendwie relevant sein könnte. Wertzuwachs durch Governance-Funktionen, Umsatz-Yield-Generierung durch den Token selbst, das wird zunehmend, glaube ich. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir eben wegkommen von den reinen Werttoken, sondern eben auch zu den funktionalen Utility-Token, Voucher-Token, wo dann tatsächlich auch andere Parameter eine Rolle spielen und wo dann letztlich auch bei einer enormen Anzahl an Usern der Burning-Mechanismus möglicherweise viel, viel ausschlaggebender ist als die Frage, wie viele neue Wallets werden da aufgebaut. Also Umsatz-Yield-Generierung durch den Token selbst finde ich sehr spannend. Und dann kommt natürlich dieses ganze Einsatz als Underlying, Collateral und so weiter. Das ist etwas, was ihr, glaube ich, im Moment im Portfolio noch gar nicht abbilden könnt. Oder könnt ihr auch ein Staking, ein Delegating, ein Lending oder irgendwie sowas von Token bei euch? Ich befürchte, das ist im regulatorischen Setup bisher nicht vor. Also ich kenne niemanden, der bisher in Deutschland mit der BaFin einen konstruktiven Dialog über Staking geführt hat. Auch an der Stelle sei mir einmal ganz kurz das politische Augenzwinkern erlaubt, wenn das Finanzamt schon nicht mal oder das Bundesfinanzministerium schon nicht mehr ganz so absurde Vorstellungen zur Besteuerung von Staking hätte, wären, glaube ich, auch an der Stelle weiter. Insofern ist das nicht nur eine Anlage, sondern auch ein Steuerrisiko. Und insofern glaube ich, ein bisschen früh noch, obwohl ich es auch extrem spannend finde. Cool, ich glaube, wir haben unseren einstündigen Zeitrahmen sehr, sehr spannend füllen können und mir hat es total viel Spaß gemacht, Katharina. Ich glaube, den Zuschauern, das schließe ich jetzt einfach mal aus den Fragen, die wir hier hatten und aus den Beiträgen auch. Wie gesagt, wen das grundsätzlich interessiert, der meldet sich gern bei dir und ja, mir bleibt eigentlich nur euch viel, viel Erfolg bei der Platzierung zu wünschen. Die nochmal eben jetzt, was sind die Parameter? Also das ist ja jetzt nicht die Verkauf, sondern das sind nur die technischen Parameter. Bis wann wird jetzt der Fonds geschlossen oder platziert? Habt ihr eine Platzierungsphase? Genau, also das Gute ist, es ist ein monatlich kaufbarer und ein täglich verkaufbarer Fonds. Also börsentäglich ist das. Und insofern kann man jetzt zum 30.04. einsteigen oder am 31. Mai und so weiter. Insofern praktisch ist das etwas, wo wir jetzt nicht kein geschlossener Spezialfonds sind. Das waren wir in der ersten Runde, sind wir diesmal bewusst nicht. Deswegen läuft er auch 10 Jahre. Und insofern praktisch ist es ein offenes Spiel, sage ich mal. Jetzt schauen wir mal. Also ist ein offener Spezial AIF mit fester Laufzeit. Ja. Okay. Ganz genau. Gut. Ja, also gerade jetzt nach der Kurskorrektur, kleines Schnäppchen, ab 250.000 Euro seid ihr dabei. Katharina, ich wünsche dir einen schönen Abend, liebe Teilnehmer. Nächste Woche ganz kurz haben wir auch was Spannendes, da geht es wieder um Investitionen in Blockchain. Und wir haben von der netten Münchner Paladin, nee, die heißen nicht Paladin, sondern, scheiße, jetzt habe ich mich nicht richtig vorbereitet. Wir haben den Blockchain-Fonds, der in Aktien investiert und der nicht von Paladin, die sitzen in Hannover, sondern von Pegasos. Pegasos Kapital, Axel Daffner ist mit dabei, der managt einen Blockchain-Fonds, der allerdings ein klassischer UCITS-Fonds ist und ausschließlich in Aktien investiert, die viel mit Blockchain zu tun haben. Der hat allerdings schon 50 Millionen under Management. Euch einen schönen Abend. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.